wieder Twitch und YouTube dabei. Es hat ja gestern ganz gut funktioniert und ich sehe schon, hier hinten warten ziemlich viel Vieh und hier wartet viel Brot. Da müssen wir mal gucken, wie wir das optimieren können. Also ob wir da vielleicht nochmal einen Zug drauf schicken oder wie wir das Ganze machen. Auf jeden Fall, ich habe hier extra wegen der Musik mal die Transportführungsmusik ausgemacht. Die mache ich mal wieder an. Ich bin auch im Teamspeak, also es werden auch Leute dann in den Let's Plays dabei sein. Jedoch niemand, den ich kenne. Ja, ja gut, außer Darkmo, der wartet da unten im Livestream. Aber zu zweit wäre es vielleicht auch ein bisschen langweilig, deshalb warte ich da mal, bis da noch ein paar mehr da sind. Ich gehe auf jeden Fall erstmal auf Play. Ich habe gar nicht gesehen, dass wir 57 Millionen haben. Dann müsst ihr eigentlich so gut wie jede Linie Plus machen, genau. Und ich habe ja letztes Mal schon angesprochen gehabt, dass wir uns mal darum kümmern müssen, dass wir entweder eine andere Güter... Ach ja, genau, wir waren ja hier dabei. Genau, ich erinnere mich. Wir waren hier dabei. Wo war's denn? Wo ist... Genau, hier ist Kohle und Eisenerz hierher zu bringen. Daraus besteht dann Stahl, Stahl und Schlacke. Oder nur Normalstahl. Und mit dem gehen wir dann hier rüber. Können dann einerseits aus Stahl, nur Stahl, hier, was war das, Werkzeuge herstellen. Und könnten dann noch im Zusammenhang mit Brettern, die wir von... Ich weiß schon gar nicht, was sie gesagt haben. Wo bekommen wir die denn her? Wo bekommen wir unsere Bretter her? Mal kurz so nebenbei gefragt. Hier, genau. Von hier. Nee, hä? Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Oder wollten wir Kunststoff machen? Kunststoff hier näher irgendwo? Hier wird Kunststoff produziert. Dreimal Getreide. Ein Kunststoff. Und hier hätten wir eine Getreide- und Viehfarm. Ja, natürlich nicht schlecht. Ja, hallo Y oder Ynor. Du warst gestern ja auch schon dabei. Das heißt, wir müssten hier den Bahnhof auf jeden Fall noch umbauen. Warum habe ich hier einen LKW-Platz gemacht? Ach ja, genau, weil wir ja hier Werkzeuge und Maschinen in die Stadt bringen wollen. Mit dem LKW. Ich erinnere mich genau. Es bringt aber ziemlich wenig, wenn wir sagen... Hier geht's nur mit Stahl. Das heißt, das könnten wir ja schon mal anlaufen lassen. Das heißt, wir könnten uns ja da schon mal Züge kaufen. Weil das funktioniert nur mit Stahl. Das ist schon mal gut. Muss ich bloß gucken, haben wir hier irgendwo ein Depot? Ja, haben wir. Wir brauchen... Habe ich die Linien überhaupt schon gemacht? Oh ja, tatsächlich. Ah, die Linienbenennung wollte ich ja auch noch umändern. Ich erinnere mich. Ah, Ronny! Ich habe immer gedacht, so Y-Nor ist ein bisschen dumm auszusprechen. Und nein, das ist nicht die Map von gestern, denn die wollte ich wann anders weiterspielen. Wenn ein paar mehr da sind und dass ich das auch ein bisschen größer dann ankündige. Vor allem ist jetzt ja auch noch Nachmittag und ich bin mir selber noch nicht sicher, wie lange ich streamen kann. Denn mein Vater ist heute krank geworden und ja, da müssen wir immer mal wieder dann danach gucken. Deshalb weiß ich nicht vom
Anfang an, wie lange ich streamen kann. Gestern habe ich zum Beispiel gewusst, ich habe nichts vor. Ja, der Stream ging ja dann noch bis 2:30 in die Nacht, wer dabei war. Und das war halt, ja, da haben wir einiges geschafft. Aber ich wollte hier einfach auch mal die Let's Play Welt weiterspielen, zu dem ich es ja auch aufnehme. Heißt, ich hätte dann ja auch noch Folgen für YouTube. So war jetzt mein Gedanke. Wir werden sicherlich dann heute Abend die andere, die Community-Welt wieder streamen. Aber wie gesagt, da kann ich nicht so lange, denn morgen ich wieder arbeiten. Aber so der grobe Ablauf. Ja, wir sind verrückt, ich weiß, aber es hat auch mega Spaß gemacht. Der Len hat uns gut unterhalten, bis in die Nacht hinein. Das war echt lustig. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich machen wollte. Immer. Habe ich jetzt, weiß nicht, habe ich die Linien gemacht? Ja, aber die heißen alle noch. Nee. Aber hier ist doch eine Linie, oder? Ja, hier ist eine Linie, die heißt Kohle. Das heißt, da könnten wir ja schon mal Kohle-LKWs draufschicken. Es braucht hier Kohle und ja, Eisen, oder? Ja, genau. Nicht, dass ich da was falsch mache. Was haben wir? 30, 25, 25. Das ist der Pipifax. 40, 30. 40. Das ist die Frage, wie ist die Straße ausgebaut? Die ist auf die 60, nee, auf die 80 sogar ausgebaut. Das heißt, wir nehmen einfach mal den hier und sagen mal. Oh, Autosave. Na gut, wir haben 63 Millionen. Wir könnten mal sagen, wir schicken da mal 10 drauf. 3, 4, 5, 8, 9, 10. So. Das ist dann Ole Dornsburg. So, dann müssten wir hier das Eisenerz anliefern. Da haben wir aber noch keine Linie. Nein. Also die, wo das nachher auf YouTube angucken, bitte nicht wundern, das ist eine Livestream-Aufnahme, dass ich mich nicht verabschiede nach jeder Folge. Also wundern. Warum habe ich das eigentlich schon elektrisch gemacht? Weiß ich schon gar nicht mehr. Einmal hier, einmal da, einmal dort. Ich weiß, man bräuchte hier bei der Bahnhofsausfahrt eigentlich keinen, aber ich mache einfach, weil es schöner aussieht. Bin mal wirklich gespannt, wann die ersten oder wann die ersten Signalmods und das Ganze veröffentlicht werden. Ach. Okay, das war jetzt dumm. Ich kann dann nicht mehr bauen, okay. So, den Bahnübergang mal kurz ganz abreißen. Ja, Landwirtschaftssimulator ist jetzt eher nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Habe ich noch nie gespielt, bloß geguckt auf YouTube. Aber ja gut, es ist ein bisschen klar. Es ist nicht für jeden was, aber für die, wo, ich sag mal, so in Richtung Bahnhof, Bauernhof was mögen, sicherlich ein angenehmes Spiel. Wir wollen von hier nach hier. So, ja, jetzt gehen wir einfach mal hier rein. Das ist Kohle. Dornburg. Also, ich möchte auch hier eher keine Namenswünsche haben, dafür ist ja die Community Map da. Ich habe in Brainfever einen Kreisverkehr für die Güterführung gebaut. Geht besser. Kreisverkehr. Ja, ich habe auch schon viele Bilder dazu gesehen. Ich habe mir selber überlegt, da einen Kreisverkehr zu bauen. Aber es hat mich dann irgendwie dann doch immer abgehalten. Die Farms, ach oh Gott, die sind so langsam unterwegs. Da hätten wir auch gleich alles auf die Schiene packen können.
Okay, hier müssen wir schauen. Ist die Einfahrt. Ein Signal hier rein. Hier passt kein Signal mehr hin. Ja, gut. Und vor allem, dass man hier halt einen Wegpunkt hinsetzen kann mitten auf der Schiene, ist ja natürlich auch ein bisschen dumm, sag ich. Das? Ah, okay, da kann ich modifizieren, genau. Ja, dann müssen wir dem Spiel halt selber überlassen, wo es reinfährt. Fährt's rein? Ja, gut, fährt's halt da rein. Das ist Stahl und Schlacke, soweit mir nichts. Hey, wo haben wir denn gesagt, dass wir die Schlacke verwenden? Schlacke können wir doch auch hier, genau hier verwenden. Stein und Schlacke. Genau, und Stein haben wir hier. Daran kann ich mich noch erinnern. Das ist also Stahl. Dann. Ja, eigentlich ja schon Alum. So, neue Linie. Dann können wir gleich mal die Steinlinie machen. Steinlinie geht von hier nach da. Stein. Nein, nicht Stein W, sondern Stein Kühn. Kühdorf. Da geht uns am Anfang natürlich einiges an Geld verloren. Aber von hier nach hier brauchen wir natürlich auch noch was. Das ist die Schlack. Schreibt man die mit CK? Schlacke. Dorf. Schreibt man das mit CK? So was, da muss ja noch hin. Stand da oder? Oh, da steht oder. Du hast recht, habe ich gar nicht gesehen. Da steht ja oder. Das heißt, wir bräuchten die Linie zum Steinwerk ja eigentlich gar nicht. Du hast vollkommen recht. Weil hier. Hier steht Eisenerz und Kohle. Dann wird der Stahl, Stahl und Schlacke. Hier steht, ja, Stein oder Schlacke. Habe ich nicht gesehen, aber danke für den Hinweis. Der Strich heißt oder, um deine Frage zu beantworten. Ja. Ich lasse die Linie trotzdem mal bestehen, aber ich setze einfach mal keine Fahrzeuge drauf. Okay, ich habe zwei Linien. Das ist die. Die heißt, das ist natürlich nicht Kohle, sondern das ist Eisen. Den Namen vergessen. Dornburg. Oh. Dornburg. Okay, oha. Ja, da gucke ich gleich danach. Ich möchte erstmal hier die neue Güterlinie machen. Wo setzen wir denn am besten unser Depot hin? Ich würde mal sagen, wir setzen das hier hin, damit wir noch in beide Gleise reinkommen können. Hier. Ja, dann einmal so und einmal so. Nee. Und der kann sogar hier rüber gehen. Sieht natürlich auch heiß aus.